Jo, servus und herzlich willkommen hier bei Sinner Sacrifice for Redemption. Ich bin der Soulsliger, ich bin euer Ben und ich versuche euch weitestgehend durch dieses Spiel durchzuführen. Ja, was ist Sinner? Sinner ist ein Hardcore-Boss-Action-RPG. RPG würde ich jetzt gar nicht sagen, denn wir haben hier überhaupt nicht die Möglichkeit, uns zu skillen. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Waffen zu verbessern oder ähnliches. Sinner ist ein reines Boss-Spiel, sage ich mal. Wir haben 9 verschiedene Bosse und können die mehr oder weniger frei auswählen. Und ich sage euch, Sinner ist richtig, richtig hart und es ist richtig, richtig unfair. Ja, warum unfair? Zum einen, die Bosse sind ja wirklich unfair. Sie sind extrem abhängig, wie die KI es zulässt, dass wir gegen sie spielen oder gegen sie kämpfen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es ist kein Action-RPG oder ein RPG an sich. Wir können uns nicht verbessern. Ganz im Gegenteil, wir verschlechtern uns. Ja. Wir kämpfen hier jedes Mal gegen die 7 Todsünden und müssen hierfür jedes Mal ein Opfer herbringen. Und das ist in Form von irgendwelchen Sachen, die uns halt einfach schlechter machen. Ich starte jetzt mal ein neues Spiel und zeige euch das alles. Ne? So, wir haben hier einmal, wenn wir starten, die Auswahl des Kameramodus. Ich empfehle euch, nehmt freie Kamera. Ansonsten ist das ziemlich nervig, denn ihr habt die Kamera nicht weiter unter Kontrolle und ihr habt überhaupt keinen richtigen Überblick, was nun hier passiert. Und dieser Typ hier ist unser namenlose Krieger, den wir hier steuern tun, und zuerst schmeißt uns das Spiel hier in so ein kleines Tutorial-Gebiet. Ja, und ich möchte nochmal zurückkommen auf die Opfer, die wir erbringen, ne? Es ist so, dass wir dann mal Leben abgeben müssen, Ausdauer abgeben müssen. Wir müssen Heiltränke abgeben. Wir müssen die Wirkung von Heiltränken abgeben und so weiter. Ne? Das Schlimme ist halt nur, wir können die Opfer nicht zurücknehmen, insofern wir wirklich den finalen Boss machen wollen. Das heißt, wir müssen uns immer weiter verschlechtern, um das Spiel durchzuspielen. Und das macht es so knüppelhart. Und wir werden Buße tun müssen. Nicht nur wir, sondern auch er hier, unser namenlose Krieger. So, ich muss jetzt erstmal hier meine Steuerung ändern. Auf so ein bisschen Dark Souls Format. Sonst verdrücke ich mich hier jedes Mal. So, und dann geht hier im Grunde auch schon das Tutorial los. Ich schalte mal kurz hier ein bisschen leiser. Das ist doch ganz schön laut. So, jetzt haben wir hier unseren ersten Geistgegner, den brauchen wir nur besiegen. Und nicht wundern, ich bekomme hier laufend Erfolge. Ja. Bei Sinn ist es tatsächlich so, ich kann, selbst wenn ich es durchgespielt habe, ich kann nicht einfach ein neues Spiel starten. Er hat immer wieder diesen alten Speicherstand. Und das ist für so ein Walkthrough ein bisschen hinderlich. Ja. So, wir müssen hier im Grunde jetzt nur diese paar Typen erledigen. Und dann sind wir im Groben schon durch das Tutorial durch. Wir rennen nochmal kurz nach hier hinten. Da wird uns noch erklärt, wie wir die Gegenstände benutzen. Die werden unter Umständen relativ wichtig sein, denn es gibt ein paar Bosse, die da sehr, sehr anfällig drauf sind. Wir haben zum einen hier unseren Heiltrank, wie ihr eben schon mal gesehen habt, als ich mich verdrückt habe. Ja. Dann haben wir hier so eine Art Speere. Die können wir werfen, die sind mit Blitzen aufgeladen. Richtig cool. Ja. Dann haben wir so Brandbomben. Die brennen so richtig schön. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Waffen mit Feuer aufzuladen. Das ist das hier. So. Hier gilt allerdings absolute Vorsicht. Nämlich nehmt ihr, solange eure Waffe mit Feuer aufgeladen ist, konstant Schaden. Also müsst ihr hier tatsächlich überlegen,
ob ihr das einfach so benutzen tut. Zumal wir es ab einem späteren Zeitpunkt sowieso nicht mehr nutzen können. So, jetzt kommt am Ende hier nochmal zwei solche Typen, die hauen wir weg, ja, kein Problem. Und dann geht es im Grunde auch schon los. Hier durch diesen, wenn wir hier ins Licht gehen, kommen wir in unser Hub. Ich sag mal Hub, ja, im Grunde ist das nur die Auswahl der Bosse, ja. Aber ein richtig lustiges, schönes Gebiet, ganz schick gemacht. Und an sich ist Sinna auch eine ganz nette Idee, ja. Die Entwickler haben selbst immer wieder Dark Souls gespielt und haben festgestellt, umso älter sie wurden, umso weniger Zeit hatten sie, die schönen Momente von Dark Souls und den ähnlichen Spielen zu genießen, ja, weil Arbeit, Familie hat einfach zu viel Zeit gefressen. Und haben sie sich gedacht, ey, warum machen wir kein Spiel, wo wir eben nur Bosse haben, ja? Und das haben sie dann hier umgesetzt. So, und jetzt, wir stehen hier vor so einem Stein und in diesen Stein sind immer diese Bosse drin. Das Spiel wirft euch automatisch vor diesen ersten Stein. Das wird aber nicht unser erster sein, denn wie gesagt, wir müssen jedes Mal Opfer erbringen. Und hier gilt es, eine gewisse Reihenfolge zu beachten. Ja. Also ich habe mir hier eine eigene Reihenfolge so angeeignet und die würde ich natürlich dann auch dementsprechend hier abarbeiten. So, das ist unser Hub. Wie gesagt, sieht ganz schick aus, relativ klein. Es gibt hier eigentlich nichts weiter. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum ersten Boss. Das ist nicht der. Jetzt habe ich mich hier noch verdrückt. Ja. Oben steht immer, wer der Boss ist. Hier kommt dann so ein bisschen noch eine Erklärung zu den Bossen. Also ganz klein und diskret gehalten alles. Wir nehmen nämlich diesen Stein hier. Das ist die lüsterne Chanel. Und ihr könnt hier lesen, ne? Die kurze Geschichte wird uns auch gleich nochmal erzählt. Und jetzt sehen wir gleich, dass wir jetzt einen Opfer erbringen müssen. Ne? Ein Opfer bringen, das machen wir natürlich. Und dann werden wir auch gleich angezeigt bekommen, welches Opfer wir hier erbringen. So, ich bekomme schon wieder Gs, ja. So, wir erbringen unser Opfer. Und wir sehen, mein Schild wird einfach zerschmettern. Das ist noch in Ordnung, damit kann ich leben, ja. So, hier können wir auch unsere Opfergabe zurücknehmen. Wollen wir nicht, wir wollen Buße tun. Und wir schauen uns die erste Sequenz an. The Wanderer's bravery had captured her heart. She sacrificed much to follow him. Yet their journey demanded everything. Comfort, love, sanity. Soon, nothing remained but desire and fear. The seeds of lust had taken root, and she had become its avatar. Ja, das ist die lüsterne Chanel. Sie ist knüppelhart, aber ich empfehle einfach, sie zuerst zu machen, weil sie eben so hart ist. Ne? Sie macht blitzschnelle Angriffe, wenn wir hier nicht aufpassen, die friert sie uns ein. Und dann schießt sie auch mit ihren, ja, ihr seht, ja, wir haben jetzt so einen Frostbalken, der nach oben geht. Und wenn der nach oben gegangen ist, dann sind wir eingefroren und das ist der sichere Tod. Denn sie ledert immer weiter drauf und gefriert uns immer weiter. Und das endet mit dem Tod. Dann hat sie hier noch ihr Pfeil und Bogen, wo sie Pfeile auf uns schießt. Da hat sie mehrere Varianten. Einmal aus dem Stand raus, dann springt sie hoch, schießt auf uns. Und dann macht sie noch so einen aufgeladenen. So, und dann macht sie halt diese blitzschnellen Dolchangriffe. Hier gilt es, nach rechts, also rechts um sie drumherum auszuweichen. Na, jetzt macht sie diesen aufgeladenen Pfeilschuss. So, und hier immer nach rechts. Und, ein bisschen verpasst. Hier müssen wir dann diese Dreier-Kombo abwarten. Und dann können wir ihr immer eins, zwei Hiebe verpassen. Na, ihr seht, immer rechts rum. Und dann ein, zwei Hiebe und wieder zurückziehen. Schön darauf achten, dass wir immer Ausdauer haben. Und sie geht jetzt auch schon in die zweite Phase. So, jetzt macht sie wieder so einen aufgeladenen.
Und jetzt macht sie auch gleich einen anderen, sobald sie in die zweite Phase geht. Nämlich jetzt, dann geht sie so schießt sie so in den Himmel und jede Menge Pfeile verfolgen uns. Da gilt es einfach nach rechts oder nach links zu laufen. Jetzt macht sie auch diesen komischen, blitzschnellen Leitangriff. Ja, sie ist jetzt deutlich schneller, macht deutlich mehr Schaden. Aber hier gilt auch rechts rum ausweichen und zwei, drei Hiebe landen. So, jetzt schießt sie wieder mit ihren Pfeilen. Jetzt schießt sie wieder nach oben und hier gilt nach rechts und nach links. Das ist im Grunde wurscht. Sobald euch aber ein Pfeil trifft, ist in der Regel tot. Ja, denn ihr bleibt dann kurz stehen, dann treffen euch alle anderen und ihr seid sofort eingefroren und das ist dann das Ende. Ja. Also hier absolute Vorsicht. Wenn ihr es ein bisschen drin habt, dann funktioniert das Ganze. So, jetzt geht's in die letzte Phase, kriegt einen neuen Lebensbalken und wird so ein ziemlich ekliges Irgendwas. Ja, das ist schwer zu erklären, was das jetzt sein soll. Und das Viech ist richtig, richtig nervig. Wir können dem Viech richtig schlecht ausweichen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie hinter diese Bestie kommen. Ich werfe hier immer erstmal meine Brandbomben drauf, ja. Und jetzt haut's mit der Zunge drauf, ja. Die Zunge ist länger als das Viech selbst. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber es scheint zu gehen. So, dann werfen wir hier immer mal so ein paar Speere drauf. Nach jedem dritten ist es so kurz gesteckert. Und das ist die Chance für uns, das Viech irgendwie so umdrehen, dass wir dahinter kommen. Aber ihr seht, es dreht sich immer relativ schnell mit. Und dann macht es einen blöden Sprung, sodass wir wieder zurückgeschleudert werden. Also dieses Etwas lässt uns einfach nicht an sich ran. Das ist ziemlich nervig. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt spuckt dieses Viech, ja, so Eiswasser oder irgendwas. Wenn euch dieses Zeug trifft, dann seid ihr relativ schnell eingefroren. Und hier gilt auch, eingefroren ist in der Regel der Tod. Denn das Viech spuckt immer wieder dann das Zeug drauf und ihr seid immer länger eingefroren und schlägt dann ab und an immer. Das ist dann zugucken, wie ihr sterbt, ja. So, ansonsten gibt es ja eigentlich nur wenig zu beachten. Versuchen, ein bisschen Abstand zu behalten. Das Viech immer im Blick behalten. Und zu schauen, dass ihr irgendwie um diese Ausgeburt drumherum kommt, ja. Und wenn ihr dann dahinter steht, könnt ihr doch mal ein paar gute Treffer landen. Aber ihr seht, es will einfach nicht, dass wir dahinter stehen und tut dann alles, dass wir irgendwie wieder auf Distanz kommen. Das ist aber ein komisches Viech, ne? Die hübsche Chanel und dann sowas, ja. Ziemlich merkwürdig, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber was soll's. Mach mal tot, das Viech. So, jetzt sind wir dahinter. Unsere Chance, jetzt mal ein paar Treffer zu landen. Und behaltet auf jeden Fall, jetzt macht's wieder dieses Eiswasser. Hier schön Abstand halten und immer diese blöden Pflanzen hier im Auge haben. Denn die blockieren euch ganz gerne mal. So, jetzt wieder versuchen, nach hinten zu kommen. Aber es dreht sich sofort mit, ne? Diese sonst was, ja. Und jetzt ist es gleich tot. So, das war's. Das war die lüsterne Chanel. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Bosse entweder zu erlösen, das machen wir jetzt mit LT bzw. L2, oder wenn wir weiter draufledern, können wir die Sünden verbannen. Ich empfehle euch, Chanel definitiv nicht zu verbannen. Wir müssen sie erlösen, denn ich zeige euch gleich warum. So, wir kommen jetzt erstmal zurück ins Hub und jetzt sehen wir hier kurze Sequenz, wie so eine komische schwarze Flüssigkeit runter in diese Mitte läuft. Und wir sehen hier auch schon, dass die Chanel nämlich jetzt hier steht. Und die brauchen wir unbedingt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir sie verbannen, ob sie dann auch da ist. Ich habe es noch nie probiert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war die lüsterne Chanel. In der nächsten Folge sprechen wir mit ihr und sie gibt uns dann einen mehr oder weniger geheimen Boss, wo wir dann auch neue Waffen bekommen. Ganz interessant, richtig, richtig cool. Und ansonsten war's das für diese Folge, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne,
Macht es gut und bis zum nächsten Mal.